Ah, ich habe einen grünen Gürtel gefunden. Ja, blub, blub. Und Kann man da einfach gefunden drüber laufen? Streitkolben, Streitkolben der Macht. Kann man da einfach drüber laufen? Versuch's doch. Ja, schnell halt. Alter. Hallo, wo sind Sie denn? Du hast aber auch das Pharaonenwasser hier. Ah, das sind riesengroße Käfer, cool. Machst du eigentlich gerade irgendeine Mission oder ist das Ja, jetzt gerade klar. so free to one hier? Nö, war eine Mission. Mission complete. Overload. Wir machen Verstummen der rufenden Glocke. Ja, habe ich auch, alles klar. Sprecht mit Garin Induril, ne? Die Brüder des Zwist von Nilil O'Marvel, ihr müsst mich mal beschützen. Meine Mitgelehrten möchten euch gern glauben machen, die Elfen der Aschlande seien unbesiegbar. Als Beweise führen sie den Roten Berg und die glorreichen, wenn auch hart erkämpften Siege gegen die Twember an. Doch einst war unser Volk so hell wie die Berghänge von Himmelsrand. In jenen fernen Zeiten wurden wir an den Rand einer Niederlage getrieben. In der Zeit von dem Roten Berg waren wir als die Kimer bekannt. Wir waren nur eines von vielen Völkern der Meer, das an den Ufern der inneren See sein Dasein fristete. Dann kamen die Nedir. Auch wenn die Nord heute unsere Verbündeten sind, waren die Nedir damals Feinde von finsterer Natur. Sie gierten nach Land und Beute. Wir begegneten ihnen mit den offenen Armen der Diplomatie, doch sie schlugen sie uns ab. Jeder Elf, der der Horde in den Weg geriet, fiel ihr zum Opfer. Männer, Frauen, Kinder. Die größten Generale jenes Zeitalters waren Brüder. Balret und Sadal führten eine Armee entschlossener Krieger gegen die Horde. Zunächst versuchten sie, die Menschen aus der Asche zu jagen. Ich werde angegriffen. Doch im späteren Verlauf des Krieges ging es nur noch um Manöver zur Verteidigung und Ablenkung. Wenn eine Streitmacht von Kima ihr Blut opferte, damit die Bewohner des Dorfes sich retten konnten, so war dies schon klug vergossenes Blut. Nach nur wenigen Jahren herrschte die Nedir über einen Großteil dessen, was wir heute Steinfälle nennen. Die Kimmerarmeen wurden von der inneren See und Verstärkung aus Wardenfell abgeschnitten. Immer wieder mussten sich die Brüder zurückziehen, bis ihnen schließlich nur noch eine kleine Elitetruppe aus Zauberern und Soldaten blieb. Die Streitmacht suchte Schutz in einer uralten diadelischen Ruine. Alter, was genau in jeder Ruine geschah, ging im Lauf der Zeit verloren. Doch die gewaltige Statue, die heute an diesem Ort stehen, sind als stummes Zeugnis der Ereignisse zurückgeblieben. Der Tod der Chimär-Generäle beendete den Krieg, aber zu welchem Preis? In diesen Ruinen wurden die sogenannten Brüder des Zwists geboren. Meine Forschung belegen, dass die Magier von Wardenfell diese Bestien schließlich binden konnten. Doch erst nachdem die Brüder das Leben hunderter Menschen und mehr ausgelöscht hatten. Es folgt eines der dunkelsten Kapitel in der Geschichte unseres Volkes. Die unaufhaltsamen Bestien färbten die Asche rot von Blut und es stammte von Chimär wie Nedin gleichermaßen. Wir könnten nur darüber spekulieren, was die Brüder nach Nîmes gebracht hatte. Womöglich hat eine der, hör auf zu wackeln, ich lach sonst, Fürst sie in diese Ruinen beschworen. Vielleicht hat sich Shigoras nur ein Spaß erlaubt oder Buitas wollte grausam jemandes Überlebenswillen prüfen. Als die beiden Bestien schließlich in den Zwillingsspitzen von Steinfälle in ihre Ruhe gebunden wurden, waren ihre Klauen befleckt vom Blut der Geschichte. Wir können nur hoffen, uns zu den dreien
und zu den Dreien beten, dass die Aschande in Zukunft von ihresgleichen verschont bleiben. Wow! Ihr nervt mich, ihr Dreckviecher! Alter! Alter, bist jetzt heißer, oder? Ah, das war ganz schön der Text, ne? Oh, Eisenerz. Also jetzt wird es langsam ein bisschen schwerer aus Spiel, das wird schon richtig interessant, ne? Ja, ich bin total begeistert. Also ist doch besser noch als letztes Mal. Also, man, wenn man jetzt doch ein bisschen in die Materie reingeht, also es gibt so viele Sachen und Waffen und jetzt komme ich mit den Fertigkeiten auch klar, jetzt verstehe ich das auch und ach guck mal, hier können wir ausbuddeln, liebe Leute, hier können wir einen Schatz graben. Was wo? Hier sind Spaten, da du redest hier, von liebe Leute, aber du nimmst doch gar nicht auf. Ja, euch da, ne? Ach, hier meinst du, an der Schaufel oder was? Da stand gerade ausgraben. Bei mir nicht. Hast du gerade gemacht schon oder was? R2, hier. Guck mal. Mach du mal, ich kann es nicht. Oder geht das nur einmal? Geht nur einmal, sowas. Sowas also geht nur einmal. Das ist so wie Holzfällen wahrscheinlich. Genau, ne? Genau. Okay. Wo müssen wir denn jetzt da lang? Da oben ist einer. Der hat hier was zu quatschen. Ist nein, nein, das ist eine neue Quest, komm. Also, die komischen leuchtenden Dinger sind. Die leuchtenden sind neue Quests. Quests. Oh, hier ist ein Schwert. Na, ja, bleib da, schalt dich. Danke. Okay, jetzt müssen wir hier rüberspeigen. Schnell heilen. Pass auf, wenn man einen Magier dabei hat. Alter, wie seid ihr jetzt da rübergekommen? Musst du jumpen. Rüber jumpen immer. Also immer springen. Ja, ich heile mich schneller als ich sterbe, okay. Okay. Der Bluli, unser kleiner Medic. Alter, welche Richtung müssen wir denn jetzt? Das Jump One Game, oder? Ah. Jump around. Boah, das sah voll geil aus, wenn der Onkel da in dem Feuer drin ist. Beine brennen sofort. Boah, mein Lebensenergie übel. Warte mal. Ah, gut, dass ich mich so schnell wieder heile. Megasprung. Achtung, da kommt der Fette. Fette Frikadelle. Nein, tot. Oh. Ich wusste auch, dass es zu weit ist. Ich auch. Ich habe mich zum Onkel gelegt. Wegschreien, okay. Kommen wir wieder ganz woanders hin. Wegschreien. Ja. Ja, komm, dann machen wir erstmal Schluss für heute, oder? Ich würde sagen, dass wir die Quest erstmal zu Ende machen. Na gut, dann machen wir die Quest zu Ende. Machen wir die Quest zu Ende. Quest zu Ende. Die Quest. Die Quest zu Ende. Bis zum Tod. Müssen wir jetzt wieder springen, oder? Ja. Ack. Nö, wir sind. Hä? Wir müssen eigentlich nur zu mir hin teleportieren. Hm? Der ist hier. Ich bin ja hier vor dem Typ gerade. Das ist jetzt gerade ein bisschen komisch, oder? Blue? Hm? Bist du da unter Lava? Wir stehen hier schon vor dem Garin gerade. So, wir können ausmachen. Quest ist ein. Hoho. Toll. Das ging jetzt schnell, ja. Wieso? Ich bin aus der Lava draußen. Ich muss nur über die Brücke. Ja, porte dich zu uns. Ach, porten. Das kleine Stückchen Weg. Du bist so gut. Das kleine Stückchen Weg. Na, wo ist denn der Blue mit seinem kleinen Stückchen Weg?
Ah, hier ist die Brücke. Ah, hey, Bluli! Warte, wie ging das? Warte. Warte. Ja, erstmal durchlesen. Aktionen. Jubeln, Spot. Warte, hier und. Yeah, Applaus, Applaus. Sauber, sauber, Junge, sauber. Es hat ganze 12 Silbermünzen gab's dafür für die Quest. Bin echt beeindruckt. Okay, ich drück den. Ach, er konnte das nicht warten, jetzt muss er wieder quatschen werden. Ach so, du hast schon gedrückt, noch nicht gedrückt. Wir brauchen jegliche Hilfe, die wir bekommen können. Euer Vater hat mich zu euch geschickt. Und ich bin froh, dass er es getan hat. Balred scheint nicht ohne Gegenwehr in seinen Käfig zurückzuwollen. Quest abschließen. Vater war sich sicher, dass Balred der einzige Weg war, die Bündnisarmee zu besiegen. Aber wie es scheint, war er ein wenig voreilig mit seinen Entscheidungen. Was meint ihr? Das Ritual, das mir Vater gab, um Balred wieder zu bannen, zeigt keine Wirkung. Irgendetwas stimmt nicht. Daedra strömen aus dem Vulkan hervor und ich mache mir Sorgen um die umliegenden Siedlungen. Wir brauchen Antworten. Und wir brauchen sie schnell. Was soll ich für euch tun? Die beste Idee dürfte sein, direkt zur Quelle zu gehen. Zu jenen Magiern, die Balred das erste Mal banden. Einige von ihnen sind in der Nekropole im Süden begraben. Jenem Ort, den man Otrenis nennt. Ich habe Onuja, einen Späher, losgeschickt, damit er herausfindet, was wir wissen müssen. Geht dorthin und helft ihm. Ich mache mich an die Arbeit. Ja. Yeah. Der Onkel. Ja. Yeah. Mann, das macht so Fun, ey. Das ist echt cool, ja. Vor allem mit diesem geilen brennenden Schwert hier. Da kann ich den ganzen Tag abfackeln, alle. Genau. Ach, scheiße, leck mich doch, ihr dummes Mistviech, ey. Ihr seid doch kacke, ehrlich jetzt hier. Wieso drückst du überhaupt? Mann, ich hab rumgespielt und dann werden die gleich sofort anvisiert hier. Steht dir jetzt ganz recht. So. Boah, 25 Silberstücke wollen die haben. 39 hab ich. Was denn der, ja? Kann ich die bezahlen? Da albert wohl ein bisschen rum. Egal, wir machen jetzt hier eine Business, ist wieder abgelaufen. Die Frist des Todes. Ey, wisst ihr, wo ich rausgekommen bin? Direkt in der Lava-Welt, da haben sie mich verbannt. Warte, verband, warte, wie ging das jetzt? Ich kämpfe hier in diesem Land ganz alleine gegen sie. Ein Scamp. Ein dreckiger Scamp. Boah, getötet von einem Scamp. Ist das schön, wenn man hier zu jemandem tanzt, der Musik spielt? Warum bin ich schon wieder abgehackt, oder was? Nee, ich spiel gerade zwei Gitarre und ich tanze dazu. So. Das ist geil. Ich tanze so scheiße. Das ist echt geil. Ach, leck mich doch, Inventar ist voll, was die... Boah, 300! Ist was, Alter, 348 schwere Rüstung. Ja, das ist ja... Das ist ja mega, mega man ist das. Muss ich jetzt mal kurz nochmal rausschmeißen hier. Was lachst du jetzt? Oh, der lebt wohlgemacht hat, hat mit den Händen gewickelt und ich habe einen Kussmund zugeworfen. Tschüss. Boah,
Boah, ich habe jetzt eine Rüstung. Kein Witz, die sieht mega geil aus. Ich frage mich, was du machst. Kannst du denn einfach mal ein bisschen mit rumgeigeln? Ja, ich bin doch gerade gestorben zweimal. Musst du aber doch hier in der Nähe sein, oder nicht? Ich porte mich jetzt einfach zu dir. Ich porte mich! Zum Opfer, zum Ziel reisen. Ich hämmere auf den Tisch. Ohne Tisch. Bam, 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 Steinfälle. Ah, hier, cool. Ja, mach mal den Trick weg. Oh, der Trick geht die weg hier, das gibt's ja gar nicht. Pff, was du? Totstellen. Totstellen? Was? Was haben wir denn hier noch? Ach hier, das passt vielleicht noch, ja? Totstellen. Wie das aussieht, wie der umkippt da. Stab schmeckt ungeduldig. Ach hier. Warte nochmal. Zepter kontrollieren. Mhm. Ungeduldig. Teleportier dich doch einfach zu uns. Hab ich, aber da komme ich trotzdem nur 10 Kilometer weiter weg. Ich glaube, ich muss über die Steinmauer. Rechen, schaufeln. Und dann noch posen, zappeln, anklopfen, ablehnen. Ich sehe euch. Ah ja. Ihr macht nur Quatsch. Fällt tot um. Wie habt ihr es jetzt gemacht? Gehst du auf Soziales und dann Aktionen? Obwohl, macht's nur mal. Ach ja. Ich hab mich nicht tot gemacht. Warte, hier, guck. Warte. Aufstehen. Saugeil. hier. Kling. Kling. Zu seiner Wand gemacht werden, sehe ich gerade. Warte. So, und jetzt... Muss doch normalerweise... Roter? Ne, falsch rum. Muss zu mir schauen. So, jetzt müsste es doch eigentlich richtig sein. Hä? Warum kann ich denn? So, nochmal. Ach, das passt nicht. Geht nicht. Oh, hier, knack, knack. Ihr macht so lustige Sachen. Oh, hier noch. Oh, hier. Menno! Ja. Hinknien, ihr da. Sitzen, Stangen nehmen, sitzen, treten. Treten. Das ist geil. Echt Schwachsinn. Wegbeschreibung. Essen und Trinken. Applaudieren, betrunken, tanzen. Betrunken, tanzen. Das ist geil.
Du bist doch hier gar nirgendwo. Ja. Du? Nee, ich bin wieder weitergelaufen. Ich guck, ob ich jetzt noch was zum Verkaufen finde. Ich brauche Geld. Viel Geld. So, naja, auf jeden Fall machen wir jetzt hier mal langsam Schluss. No. Würde ich sagen. Der Onkel der Big Bosses. Big Boss. Und du jetzt die Gitarre daneben, komm. Blue. Aber es wird, es nimmt Gestalt an hier. Das Spiel ist echt genial. Und ich nehme an, da wird uns auf jeden Fall noch viel erwarten. Ja? Muss ich schon gerade mal schauen, wo es ist. In Disneyland. Disneyland. Yeah, das passt sogar zusammen. Was? Disneyland? Nee, unsere Musik. Wir machen gerade Musik. Ich spiele Flöte und er spielt Gitarre. Er hat eine Flöte. Und mit dieser schönen Musik werden wir jetzt diese Session erstmal beenden, meine lieben Freunde. Auch diesen Livestream beenden. Und im Livestream werden wir uns bald wiedersehen. Und auf YouTube, jetzt haben wir uns ein bisschen verspielt, aber das ist egal. Und auf YouTube werden wir uns natürlich morgen wiedersehen bei The Elder Scrolls Online. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Und es wird auf jeden Fall noch viel Bock machen. Ah, jetzt wird es langsam ganz schönes Getröte. Und, oh, ich mach das mal aus, das ist ja grauenhaft. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin. Ciao.